Hallo Fans and Friends vom Draußensein. Mein Name ist André Dirk von Survival in Deutschland und heute möchte ich euch ein paar neue Messer meines Kooperationspartners vorstellen, die unterschiedlicher nicht sein können und eine völlig neue Ära einläuten. Habt ihr da Bock drauf? Dann bleibt dran. Bei meinem Kooperationspartner Wolfgangs Messer hat sich im letzten Jahr einiges getan. So ist Wolfgangs Messer letztes Jahr mit dem neuen Brandnamen Odenwolf in Amerika gestartet. Und im Zuge der Internationalisierung ändert Wolfgangs Messer ab sofort seinen Brandnamen auf dem europäischen Markt ebenfalls in Odenwolf um. Zum einen steht der neue Name natürlich für den Firmenstandort, der sich im wunderschönen Odenwald befindet. Zum anderen bleibt natürlich das traditionelle Wolf erhalten. Und die Firma bleibt seinem Rudel treu. Doch kommen wir zu den Neuigkeiten. Das Picknick ist ein sehr leichtes, ja, ich würde es Festbandmesser nennen. Das W-Picknick hat eine Klingenlänge von 102 mm und eine Gesamtlänge von 228 mm. Die Klinge lässt sich zwar verriegeln, verfügt aber nicht über einen Öffnungsmechanismus, der einhändig zu bedienen ist, sondern muss mit zwei Händen betätigt werden. Somit ist das praktische Messer natürlich 42A-konform. Die Klinge ist aus rostträgem 420er Stahl gefertigt und verfügt über einen partiellen Schliff, der sehr scharf out of the box ist. Das Messer eignet sich hervorragend zum Schneiden von Lebensmitteln, aber auch zum Durchtrennen von Schnüren und Seilen kann man es nutzen. Kleine Schnitzaufgaben ist auch kein Problem, auch wenn es dafür nicht konzipiert wurde. Zusammengeklappt ist das Messer nur noch 125 mm groß und passt mit seinen 45 Gramm in fast jede Tasche. Das hier ist die W-Machete. Das ist für all diejenigen gedacht, die mehr draußen in der Natur machen, außer nur ein kleines Stöckchen für die Wurst anzuspitzen. Die W-Machete besitzt eine Klingenlänge von 250 mm, eine Klingenstärke von 4,85 mm und eine Gesamtlänge von 424 mm. Geliefert wird die W-Machete mit einer taktischen stabilen Kunststoffscheide. Die Kunststoffscheide verfügt über eine sehr großzügige Aufnahme für Gürtel oder Koppeln. Und man kann sie auch lösen und befestigen, ohne die Koppel abnehmen zu müssen. Außerdem verfügt die taktische Scheide natürlich über verschiedene Langlöcher und auch verschiedene Durchbrüche, um hier zusätzliche Ausrüstung wie zum Beispiel einen Feuerstahl anbringen zu können. Ihr könnt diese Durchbrüche aber natürlich auch nutzen, um die W-Machete zum Beispiel am Rucksack zu befestigen. Die Klinge ist aus D2 gefertigt und verfügt über zwei unterschiedliche Schleifwinkel. Hier im hinteren Bereich, nahe des Griffes, ich würde mal sagen, das sind so die ersten 5 cm, ist das Ganze ein bisschen steiler geschliffen und somit für feinere Arbeiten gedacht. Während der Vorderbereich, also ab hier, wo ich jetzt meinen Daumen liegen habe, ein etwas stumpferer Winkel ist, der besser zum Hacken geeignet ist. Der Griff ist großzügig lang. So hat man die Möglichkeit, die W-Machete zum Beispiel weit vorne zu fassen, wenn man Feinarbeiten machen möchte, oder auch weit hinten zu fassen, um mehr Schwung und mehr Energie beim Hacken aufbringen zu können. So, wie haben euch denn die beiden neuen vorgestellten Messer von Odenwolf gefallen? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir gerne mal einmal unten in die Kommentare. Da findet ihr übrigens auch, also unten in der Videobox, nicht in den Kommentaren, findet ihr natürlich auch alle Informationen zu den Messern. Die technischen Daten habe ich euch dann nochmal niedergeschrieben. Und ihr findet dann natürlich auch alle Links und weiteren Informationen zu den Messern und natürlich auch zu meinem kleinen Kanal. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Deswegen Kanal abonnieren, falls noch nicht passiert, Glocke aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ansonsten bin ich raus. Bis bald im Wald. Euer André.